Das wurde ja schon oft danach gefragt. Hier ist es. Dein Buch. Mein Buch, genau. Dein Leben in einem Buch. Genau, richtig. Und ihr könnt das Buch jetzt schon mal vorbestellen. Den Link findet ihr hier in der Beschreibung. Und veröffentlicht wird das Buch Ende März. Aber ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Jeder, der Interesse hat an 3 Jahrzehnten Rotlichtgeschichte, der sollte sich das Buch holen. Mo, wir sind jetzt in Marbella angekommen. So nebenbei, du siehst richtig gut erholt aus, irgendwie so frisch. Ja, ich hab dich ja eine Woche lang nicht gesehen, Alter. Und das Erste, was wir hier sehen, der Werner hängt an der Wand. Der Werner hängt an der Wand, ne? Werner, was machen wir jetzt? Ja, jetzt gehen wir wieder arbeiten noch, ne? Ich mache heute Arbeitsstunden bei Werner. Du willst ja heute Abend saufen, also müssen wir ein wenig Alkohol kaufen. Ich habe also noch nie mein Leben so Preise gesehen wie hier. Günstiger als Deutschland, wir sind gerade in Marbella. Der erste Urlaubstag. Mo, wir sind jetzt in Marbella angekommen und wie war die Reise? Also der Flug hierher, allgemein, der ganze Tag, der hat mich auf jeden Fall an einen Knasttransport erinnert. Ich habe einen Kater, ich muss die ganze Vitaminsachen kriegen, obwohl ich keinen Alkohol getrunken habe. Der Werner hat mich einfach gerade wie eine Domina hat er mich bestraft. Werner, ein bisschen wichtig. Hey, alles gut? Bei dir? Gut. Albi, was geht denn? Alles gut? Alles gut. Der kommt dann nämlich auch in den Koffer mal ab, ne? Das ist aber nett hier, Werner, du. Das Leben was ein Service hier, das du. Das Leben als Kameramann ist nicht schlecht, ne? Werner. Komm auf, mit an, Bo. Was hast du denn überhaupt schon wieder für eine frische Jacke an, Mann? Sieht gut aus, ne? Ja, brutal. Letztes Mal, wo ich hier war, ne? Hat sie 300 noch gekostet, ne? Okay. Und gestern bin ich bei Porto Banus rumgelaufen und dann war sie für 150. Und dann direkt Schnapper gemacht. Definitiv. Werner, der alte ihr seht aber richtig ausgeschlafen aus, alle mal, beide, ne? Ich hab gesagt, das war für mich schon ein Knasttransport. Knasttransport. Habe ich im Haus drin, den Poolreiniger habe ich im Haus drin. Hast du selber auch Hand angelegt, wie in der Villa bei dir daheim? Oder hast du gesagt, ich bin immer wer dieses Mal? Nee, also jetzt lege ich da, jetzt ist natürlich die Kamera da, jetzt muss ich natürlich anhalten, dass die Leute einen Eindruck von mir bekommen. Kann sagen, ja. Natürlich habe ich schon selber Hand angelegt. Was ja viele nicht wissen, der Werner ist schon handwerklich begabt, ne? Muss ich wirklich das sagen. Das geht, ja. Nicht so wie der Asiate. Der Beamer. Der Beamer. Der Beamermann. Ja, der Beamer, ja. Heute früh klingelt das Telefon bei mir, kriege ich einen Anruf, ne? Ja. Musst du dir vorstellen, Rolls-Royce haben die von Lamborghini Frankfurt angeschrieben, ne? Ja. Und haben denen ein Angebot gemacht, eine Rolls-Royce-Vertretung noch dazu zu machen, ne? Aha. Und jetzt stell dir mal vor, was die gesagt haben. Nö, die haben abgelehnt. Okay. Das musst du dir vorstellen. Frankfurt, da hätte schon längst Rolls-Royce. Da ist ja die größte Milliardärsdichte sogar. Nichts. Ja, dann machst du doch auf. Ja, was glaubst du, wie der Anruf zustande kam? Aha. Da hat natürlich jemand angerufen aus Frankfurt und gesagt, stell dir mal vor, die haben abgelehnt. Du, das ist eigentlich so ungefähr hier zu vergleichen, als wenn der Papst, ne, ja, dich anruft, ne, und um eine Audienz bei dir zu bitten und du sagst nein, ne? Ja, richtig. Und jetzt hat jemand angerufen gehabt bei mir und hat gesagt, sollen wir gucken, ob wir das Angebot denn auf ihn beziehen können. Tja, dann bin ich mal gespannt, was der Werner da wieder dribbelt. Ich habe schon den Manager von Rolls-Royce angerufen, Robert, ne? Hast du schon gemacht? Wir warten jetzt natürlich auf den Rückruf. Mo, oder? Rolls-Royce muss ja nach Frankfurt kommen, oder? Natürlich, 100%. Das gehört nach Frankfurt. Ja, da sind wir mal auf jeden Fall gespannt. Ja. Der Rolls-Royce in Frankfurt auf die Karte gebracht hat. Ja. Das ist der junge Mann hier. Aber das ist doch was, oder? Werner Frankfurt bringt Rolls-Royce nach Frankfurt. Aber ich werde ja da nicht mitmachen, ich mache das ja für meine Freunde, weißt du? Aber das ist ja irgendwo schon geil, ne? Werner bringt Rolls-Royce nach Frankfurt, ne? Auf jeden Fall. So nebenbei, du siehst richtig gut erholt aus, irgendwie so frisch. Ja, ich habe dich ja eine Woche lang nicht gesehen, Alter. Aber das Leben so als Kameramann ist nicht schlecht, ne? Man kriegt sein Gepäck getragen und alles, ne? Du, Werner, ich bin impressed, ich danke dir auf jeden Fall. Ja. Na, Werner, jetzt natürlich die Frage aller Fragen, passen wir alle ins Auto rein? Ich denke mal schon, ja. Ah, okay. Wir haben jetzt mittlerweile auch ein paar Autos hier, ne? Also wir haben auch noch Ausweichen. Stimmt, du hast ja hier auch. Du musst halt nur Sachverhaltsdienstplatten haben. Aber guck mal, das Auto ragt ja schon raus, weißt du? Ah, da ist es ja. Gleich im Pool reinhüpfen, Alvin. Werner, ich will auf jeden Fall erstmal eine Tasse Kaffee haben.
Werner, frisch gepressten O-Saft kann man sich hier auf jeden Fall auch machen, ne? Jeden Morgen musst du jeden rausgehen, Morgen. Wir haben genug Bäume hier, ne? Ist doch auch genau dein Film, so gesund leben und so, ne? Morgens frische O-Saft. Ja, wir machen können Punigkeit züchten. Und Pool ist auch da, meine Damen und Herren. So, zeig mal, Werner, wir hatten ja einen Videocall gehabt, da hast du mir gesagt, das ist so ein bisschen Asian-Vibes hier. Ja, ne? Und tatsächlich, das ist Werners spanische Feng Shui-Area. Und das Erste, was wir hier sehen, der Werner hängt an der Wand. Na, der Werner hängt an der Wand, ne? Ist ja, ja klar. Wer soll sonst an der Wand hängen, ne? Stark, die Möbel sind auch alle da. Was halt bei diesen Fingers, ne? Hast du Probleme ein bisschen? Du kannst nicht komplett alles modern reinigen, ne? Nee, das passt doch gar nicht. Das Holz musst du wenn hier so mitarbeiten lassen, so im Ganzen. Weil siehst du selbst hier, die Lichtschalter sind ja aus Holz, ne? Das nächste Mal, wenn wir kommen, sind die aus 24 Karat. Also, du weißt ja, was essen? Hi. Hi! Wie geht's, alles gut? Ja, bei dir. Auch, danke schön. Hi. Essen ist Mangiare. So, Fernsehhalterung haben wir jetzt auch schon. Oh Gott, dann löst sich bei mir direkt wieder Stress und Trauma aus, wenn ich das sehe. Aber heute installiert jemand anders. Ja, ne? Gott sei Dank. Gott ja, sei Dank. Wir haben Spaß, wir haben hinten noch einen Beamer liegen. Ja, ja, wir haben noch einen Beamer. Was glaubst du, wieso die Wand weiß ist? Leider, hier war mal ein Kamin, oder? Ja klar, den haben wir schon rausgeschmissen. Ist kein Feuer im Haus, haben wir das? Nee, ich will kein Feuer im Haus. Ich habe sogar schon gute Staumöglichkeiten gefunden. Einmal zwischen die Orangen rein. Haben wir mal das Rot da rein. Und dann haben wir ja hier eine Waschküche, ne? Ja. Mit Dusche. Und wenn meine Frau oben mal Wäsche macht und ihr ist kalt, kann sie hier einen Kamin anzünden. Ne? So, Werner, der Fernseher hängt auf optimale Größe. Genau. Couch auch wieder an seinem Fleck. Mo hat die schon in Beschlag genommen. Richtig. Ich liebe Werner sein Sofa, den brutalsten überhaupt, Digga. Ultra bequem, gell? Werner, was machen wir jetzt? Ja, jetzt gehen wir arbeiten noch, ne? Oh je, der Werner hat wieder einen Schlauch in der Hand. Irgendwie immer, wenn ich dich filme, hast du entweder Hochdruckreiniger oder irgendwas mit Wasser in der Hand. Ach so, okay. Jetzt fällt aber nur noch dem Mitarbeiter, der sich zweimal die Hand bricht. Das ist diesmal der Kameramann. So, was ist jetzt der Plan mit dem Schlauch hier? Was hast du vor? Wir spritzen das jetzt hier erstmal alles ab, weil da kommt der Kunstrasen jetzt drauf. Also nicht hier diese ganze Schotteweg, sondern nur hier. Ich mache heute Arbeitsstunden bei Werner. Das Frankfurter Amtsgericht hat mir den Mo heute vorbeigeschickt und hat gesagt, Mensch, wir haben da einen. Das ist auch so ein Hallodri wie du, ne? Der hat 100 Arbeitsstunden bekommen, ne? Überleg mal, man kriegt Arbeitsstunden, man muss über Werner absolvieren. Ich glaube, ich würde mir jeden Monat eine Anzeige holen. Ah, jetzt hat er. Ah. Ne, ja, komm doch. Alter! Erst die Kamera absprühen und dann noch meckern, Alter. Genau. Das ist ja der Wahnsinn. Anna! Reiniger! Ich hab, glaube ich, da irgendwie... Boah! Alter! Ah, okay. Also, wir müssen mal kurz warten. Genau. Wieso läufst du weg? Ist doch abgeschlossen, Alter. Ja, ja. Ich habe da irgendwie einen Hang so dazu, ne, zu dem Ganzen. Auch in Nürnberg, ne, hatte ich ja einen FKK-Club, ne. Und jedes Mal, wenn ich oben übernachtet habe, bin ich früh aufgestanden, ne, und habe Gartenarbeit gemacht. Und zu Garten selbst. Also, beruhigt auch einen. Ja. So ein bisschen zu Gartenarbeit beruhigt einen voll. Wir müssen noch ein paar Besorgungen machen. Ne? Das Internet, was hast du gesagt? Was braucht man? Wir brauchen einen Wi-Fi-Repeater. Eine große Mall. Ja. Ja, Werner, hier riecht es auf jeden Fall schon nach Grill, hat der Mo gesagt. Sind hier wir wollten also an alle da draußen, ne? Wir wollten ja eigentlich schön essen gehen, Portobanus, ne? Aber wir sind jetzt natürlich wie in Deutschland mal richtig im Zeitdruck, weil um 17 Uhr kommt der Klimamann, dann kommt noch ein guter Freund und um 20 Uhr gehen wir ja auf Twitch live, ne? Dann wird es ein wenig irgendwann und da jetzt müssen wir halt hergehen und müssen halt gucken, dass wir hier ein bisschen gegrillt haben. Vielleicht sollten wir zum Schluss auch nicht vergessen, meiner Frau noch was mitzunehmen, ne? Genau. Ja, und jetzt noch ein paar Einkäufe. Du willst ja heute Abend saufen, also müssen wir ein wenig Alkohol kaufen. Ich wollte ja nichts saufen, der Mo ja auch nichts, aber... Ja, jetzt bin ich wieder der Gott, Gang. Na gut, Alvin, machen wir es halt für dich, ne? Dankeschön, halt Dankeschön. Wir machen es doch gern für dich.
Meinst du, zwei reichen? Das musst du doch wissen. Ich hätte heute nichts getrunken. Wie viel verträgst du so? Also bei mir, wenn ich eine halbe drin habe, bei mir ist Feierabend. Mehr geht nicht. Wenn ich das trinken soll, dann mache ich mir lieber eigenen Schnaps in der Toilette, wie damals im Knast. Kartoffelschnaps. Ich habe letztes Mal in Deutschland auf der Autobahn, ne? Ja. Habe ich für 2,39 getankt. Für ja. 2,39. Hier kostet der Sprit immer 1,70 Euro. Ich habe also noch nie in meinem Leben so Preise gesehen wie hier. Günstiger als Deutschland, wir sind gerade in Marbella. Das Wichtigste, Wasser ist da. Wasser, ja. Wir haben auch Wasser. Übersetzt. Das ist der... The Russian Water. Der Rotauge-Wasser. Rotaugenwasser. Mo, du hast ja vollkommen recht. Wenn du die Preise hier anguckst, ne? Und mit Deutschland vergleichst, das ist ein Unterschied wie damals. Nur nicht mal der Pennymarkt ist so günstig wie hier. Und wir reden hier gerade von wirklich teuren Qualitäten. Boah, leid. Ein Jahr hier bleibe, bin ich bodenständig. Ich habe gestern noch Sushi gegessen. Ein Liter Olivenöl kostet bei uns 9 Euro. Ja. Der muss voll auf Schnäppchen jagen. 5 Liter kostet 30 Euro. Ich achte voll auf so. Das soll auch jeder an der Politik sehen. Das sollen die sehen, Digga. Digga, 5 Liter für 29 Euro. Damit kann ich den ganzen Bundestag ernähren. Digga, normalerweise müsste ich einen LKW kaufen, von hier einkaufen, nach Deutschland bringen. Wir haben heute Twitch-Opening in Marbella. Ja. Und deswegen rüsten wir uns jetzt mit Alkohol. Das weiß ich. Wirklich saufen, wenn wir auf Twitch gehen. Ja, man muss ja irgendwie in Stimmung kommen mit ein bisschen Bubblewasser. Okay, geht es doch, Werner? Auf locker. Der Elvin ist ein richtiger guter Umgang für dich, gell? Ja. Der will, dass du wie David Hasselhoff auf dem Boden liegst. Genau. Und auf dem Hamburger. Und auf Hamburger. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die holen was von Berg. Der andere schleppt mir ein Ei an. Für 700 Euro und ist die Hälfte. Und der ist voll dünn, gell? Guck mal, 4,95. Überleg dir mal die Scheiße. Schick einen Spanier los, damit er da einen Fernseher kauft. Ne? Und der hat ihn genau von hier gekauft. Vom Pissoir einfach den Fernseher. Den nehme ich jetzt mit. Aber den kriegen wir jetzt ins Auto nicht rein. Ne? Dann nehme ich morgen den Jeep und komme damit an. Ja, den kriegen wir nicht rein. Ein halbes Titanic. Sieht, wieso die gerade Drogenentzug und Alkoholentzug in sich haben. Der erste Urlaubstag. Tag ist zu Ende. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen.